Ja, wir sind gestern in Kakatok eingelaufen und sind eben von Mike, einem Mitarbeiter des grönländischen Energieversorgungsunternehmens, abgeholt worden. Der fuhr ganz flott in einem elektrogetriebenen E-Mobil sozusagen vor und hat uns abgeholt, um uns herumzuführen. Und das war eigentlich sehr beeindruckend, was wir jetzt zu sehen bekommen haben. Wir haben die alte konventionelle Dieselkraftstation gesehen, die es natürlich auch noch gibt, die aus den 90er Jahren stammt. Aber wir haben eben auch den modernen Teil erfahren und gesehen. Nachdem wir hier in Kakatok jetzt eine Führung bekommen haben, haben wir anschließend auch noch eine Präsentation erhalten, wo von Lars Hoffmann, dem Geschäftsführer hier, jetzt einmal dargelegt worden ist, wie die Projekte aufgestellt sind. Es handelt sich dabei im Prinzip um zwei unabhängige Energieversorgungskonzepte. Das eine liegt etwas weiter landeinwärts, also Richtung Inlandeis sozusagen, bei Igaliku. Das ist eine ganz moderne Anlage, wo mit Wasserkraft, aber auch Solar neuerdings und auch Wind soll eingesetzt werden, Energie erzeugt wird und dann natürlich die Energieversorgung auch entsprechend gespeichert wird mit modernsten Speichermedien, Batterien, die es eben entsprechend gibt. Und dann hier in Kakatok selbst, wo man primär eben Wasserkraft hat, aber wo man auch weiter denkt und eben halt diese Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter vorantreibt, um eben dieses angepeilte Ziel 2030 nur die Energieversorgung durch erneuerbare Energieprojekte zu realisieren. Und das Ganze hat für Grönland natürlich eine Art Leuchtturmcharakter. Man guckt sehr genau hierher, was passiert hier, und deshalb ist man auch ganz motiviert und engagiert dabei. Also wirklich, mich hat das zutiefst beeindruckt. The future is that we build more hydropower plants, and we will combine that with wind and the sun, and also a newer form for renewable energy, like a heating pump, maybe some newer. We have with the government decided that we in 2030 almost have a 100% renewable energy in Greenland for the new fit. In 2030. That's pretty impressive. Yes. Also hier auf Grönland hat man natürlich ganz andere klimatische Voraussetzungen und damit verbunden auch Schwierigkeiten, um solch ein Projekt irgendwie zu realisieren. Das heißt, diese langen Winter, diese harsche Witterung, die hier ist, dem muss ja Rechnung getragen werden. Und dann gibt es eben auch nicht diese groß ausgebauten Stromnetze, wie wir sie aus Europa gewohnt sind. Das heißt, hier muss eigentlich immer eine individuelle Lösung gefunden werden. Und das ist wirklich eine Herausforderung an die Ingenieure, an die Logistik insgesamt. Also die Rahmenbedingungen sind hier eigentlich schwierig, aber man fängt hier eigentlich beim Punkt Null an, und das hat natürlich auch gewisse Vorteile. We have seen a lot of changes in some of the years. We can take this year. It has been very cold summer, strange, and we can see that the climate has changed. Also warm in the northern Europe. We have in this winter we have not much snow, just a little. So for this summer we have a lot of rain. So compensate that. We actually experienced the drought periods, which has not only affected us, but to a large degree also the sheep farming industry, which has a very limited period of time and relies on heat and water to produce sufficient feed for the sheep. We are all inhabitants of this planet, so therefore it's a common responsibility, and it starts with yourself and the way that you actually bring up your children and so forth. Otherwise, what's going to happen to this planet? Also gerade hier in Grönland ist man sich der Problematik des Klimawandels bewusst. Man sieht es, die Gletscher schmelzen und auch das Wettergeschehen ist teilweise ein anderes. Deshalb sieht man eben auch die Notwendigkeit, hier diesen kleinen
Insellösungen, die der Energieversorgung jetzt zugrunde legen, aufzulösen in dem Sinne, dass man wegkommt von fossilen Brennstoffen, dass man eben Wasserkraft nutzt, dass man auch Wind und Solar nutzt. Und wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft noch andere Möglichkeiten, die man hier mit nutzen kann. Also man ist hier sehr engagiert dahinter, dass man wegkommt von diesen fossilen Brennstoffen, um eben halt die Energieversorgung durch erneuerbare Energien sicherzustellen. Ich habe hier eine alte Seekarte auf dem Kartentisch liegen, die stammt von 1993. Da sind wir das erste Mal hier gewesen und damals war eine völlig veränderte Eislage. Wir sind damals um das Kap Farvel herumgekommen und wenn man hier auf diesem Übersegler jetzt mal guckt, dann sieht man, hier liegt Juliane Hopp und das hier, das waren die Eisfelder, die sich damals hier hoch erstreckt haben. Und ich habe dann noch eine weitere Route eingezeichnet von 2006, wo wir gewesen sind. Da sieht man, ist das Eisfeld schon nicht mehr ganz so ausgedehnt gewesen. Inzwischen ist es komplett weg. Das heißt, auch im Sommer lag hier oftmals ein dichtes Eisfeld davor, wo man Schwierigkeiten hatte, durchzufahren. Das hat sich unter anderem auch aufgrund des Klimawandels geändert.